Aus der Ukraine werden von der Nationalgarde der ukrainischen Armee bombardiert mit schwerer Artillerie. Diese Artillerie, könnt ihr euch vorstellen, egal wie modern die ist, wird nie gezielt irgendwas treffen, sondern die trifft irgendwas. Das heißt, die Leute, Zivilisten, die dort auf der Straße unterwegs sind, am helllichten Tag, stellt euch vor, hier auf dem Alexanderplatz schlagen auf immer Granaten ein. So müsst ihr euch das vorstellen, ist das gerade in Slawiansk, in Donetsk und in den anderen Gebieten dort in der Ostukraine, dass die Leute wirklich um ihr Leben fürchten müssen und jederzeit aus heiterem Himmel erschossen werden können, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ist auch gerade die Tage wieder ganz aktuell als Bericht rausgekommen, die Ukraine setzt Phosphorbomben ein. Wenn ich da was Falsches sage, wird sich einer von meinen Mitaktivisten melden. Das meldet sich keiner, dass ich hier was Falsches sage. Informiert euch selber. Da gibt es eine ganze Menge Scheiße, die dort abgeht. Diese Phosphorbomben sind laut Genfer Kriegskonvention verboten. Es gibt übrigens nur zwei Länder auf der Welt, die diese Konvention zu diesem Bombeneinsatz nicht unterschrieben haben. Nun ratet mal, welche beiden Länder das nicht unterschrieben haben, diese Bomben einzusetzen, die einfach mal furchtbarste Verletzungen hervorrufen. Hör ich ein Land? USA ist richtig. USA ist das erste von den beiden Ländern, die diese Vereinbarung nicht unterschrieben hat. Kommt auf das zweite Land? Israel ist das zweite Land, was diese Vereinbarung nicht unterschrieben hat. Das heißt, diese beiden Länder haben sich nicht bereit erklärt, auf solche Bomben zu verzichten. Diese Phosphorbomben, die dort jetzt in der Ukraine nachweisbar eingesetzt wurden, erzeugen Temperaturen, glaube ich, von 1400 Grad. Wenn das ein Mensch abbekommt, irgendwo knallt die Bombe runter und die spritzt dann durch die Gegend, erzeugt einen tierischen Flächenbrand und das bekommt ein Mensch ab. Das ist wie ein Gelee-artiges Zeug, was an der Haut klebt. Das bekommst du nicht mehr ab. Wenn dann jemand versucht, das mit seiner anderen Hand abzureiben, hat das an der anderen Hand dran und kriegt es auch dort nicht ab. Also das heißt, die werden sind dort jämmerlich am Verbrennen. Und diese Massenmordwaffen, so will ich sie bezeichnen, werden von der ukrainischen Armee dort vor Ort eingesetzt. Bitte stellt euch das vor, dasselbe würde hier in Deutschland passieren. Die Ukraine ist nur 1000 Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Die Krisengebiete, in denen jetzt Bürgerkrieg sozusagen herrscht, dort, das sind nur 1800 Kilometer von Berlin. Also das ist direkt um unsere Haustür. Wie lange wollen wir denn noch zuschauen, wie unsere Politiker uns verarschen und zeitgleich dieses faschistische, zum Teil faschistische Regime in der Ukraine unterstützen? Also ich hoffe, dass ihr endlich aktiv werdet und sozusagen unterstützt, mit auf die Straße kommt und laut Nein sagt zu diesen Kriegsverbrechen, die auch im Rahmen unserer Regierung ausgesprochen wurden. Also ich kriege hier gerade einen Hinweis, ihr habt ganz krasse Scharfschützen-Situationen auch in, jetzt weiß ich es wieder, hat er mir erst vor ein paar Tagen erzählt. Gibt auch Bilder davon im Internet. Und zwar haben die jetzt, die Aufständischen sozusagen in der Ukraine, haben jetzt eine Scharfschützin, war das, ne? Scharfschützin ist egal. Sie haben einen Scharfschützen festgenommen, der nachweisbar mit daran beteiligt war, auf Zivilisten zu schießen, in die Städte rein. Und jetzt stellt euch bitte vor, auf was für Zivilisten er geschossen hat. Auf hochschwangere Frauen. Eine Flasche Wodka für jeden Treffer auf das ungeborene Kind und wenn es ein Headshot ist, bekam er eben eine Flasche Wodka. Das ist, was im Internet gerade rumkursiert. Also ich möchte sagen, was wir hier erzählen, kann alle möglicherweise auch nicht stimmen. Tut euch bitte selber den Gefallen, informiert euch selber. Was wir hier erzählen, ist halt wirklich bloß ein Denkanstoß, den wir geben wollen. Bitte recherchiert es selber nach und ihr werdet in einen Fuchsbau eindringen, da ist Alice im Wunderland langweilig hier. Nur eine kleine Anmerkung dazu, im Vorfeld oder die letzten 8 bis 10 Jahre sind 5 Milliarden US-Dollar in die Gründung von gemeinnützigen Stiftungen in der Ukraine geflossen zur Förderung der Demokratie. Jetzt kann man ja
aus den USA, ja, sind Dollar, und zwar in Bar, mit Flugzeugen dorthin transportiert worden. Ihr könnt das alles in Frage stellen, was hier behauptet wird, aber ihr habt die Fähigkeit und die Möglichkeit, das zu recherchieren. Ja? Wir stellen das jetzt einfach hier zur Disposition und wir nehmen euch in die Verantwortung. Leute, wenn das euer Herz in geringster Weise irgendwie berührt, ja, dann habt ihr die Möglichkeit, das zu prüfen. Ja? Und dann könnt ihr wiederkommen und könnt sagen, Markus oder Dete, ihr quatscht Scheiße. Aber dazu fordern wir euch auf. Ja? Denn Geld ist ein sehr probates Mittel und mächtiges Mittel, um solche Dinge anzustoßen wie Kriege. Jetzt kann man die Frage nach dem Kontext stellen, was steckt dahinter? Ne? Und das ist dann hat viel mit Kapitalismuskritik und so zu tun. Da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf einsteigen. Das ist ja übrigens das Thema der Veranstaltung hier heute. Wir sind hier gegen den Krieg und für die Überwindung des Kapitalismus. Also das hat sehr wohl mit unserer Veranstaltung hier zu tun. Nur noch ein kleiner Denkanstoß, macht euch mal schlau, wie ein Staat sein Geld bekommt. Ja? Woher stammt das Haushaltsbudget der Bundesrepublik Deutschland? Ja? Das könnte man der Annahme sein, okay, das Ding, wir haben eine Zentralbank und die stellt das her. Leider ist es so, dass Staatsgefüge, also der Zusammenschluss von Menschen, die ein Gebiet bewohnen, eine Tauschwährung braucht, und das Monopol für das Erzeugen von Tauschmitteln, also Geld, haben nun mal private Banken, auch wenn die Zentralbanken genannt werden. Und dieses Geld wird gegen Zinsen an den Staat sozusagen als Kredit gewährt. Und das geschieht seit der letzten Währungsreform, seit 1949 eben ohne Unterlass. Das Problem, ganz einfaches Beispiel, Deutschland sagt, wir brauchen 100 Milliarden, sagt die Bank, bitteschön, da sind sie. Laufzeit 10 Jahre. Nach 10 Jahren kommt die Bank oder sagt der Staat, alles klar, ihr könnt die 100 Milliarden zurückhaben, sagt die Bank. Die 3% hätten wir noch gerne, sagt der Staat, entschuldigt, aber es wurden nur 100 Milliarden erzeugt. Die 3% Zinsen, wo sind die eigentlich? Ach ja, die wurden ja nicht miterzeugt. Die haben ja